So, die letzten Schaulustigen verlassen quasi unser Na komm, Studio. komm mal an, Sie sind hier. auf jeden Fall alle sehr, sehr angetan und würden, also die Jungs und Mädels von Nix, und würden am liebsten jetzt hier Sie haben Redaktionskonferenz sogar machen. Kugelschreiber Das läuft aber nicht. geschenkt, die er mag. Guck mal, Nemo, willst du einen Kugelschreiber haben? Ja, guck mal. Manchmal macht er den Clip ab. Das findet er also stark. Ich Ja, habe auch gerade da gehört, bringt ihn ins er Wasser. spielt auch ganz gerne mit einem Tischtennisball. Wir können nur unseren leider gerade überhaupt gar nicht finden. Wolfgang Gettmann ist immer noch bei uns mit Fischotter Nemo. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten ja gerade eben schon ganz kurz darüber gesprochen, dass Nemo quasi Ehrenmitglied im Kanuverein ist. In Richtig. welchem Verein ist er denn Bei den Ehrenmitglied? freien Wasserfahrern ist er Ehrenmitglied, hat sogar dann ein nettes Shirt bekommen, wo dann draufsteht Nemo und freie Wasserfahrer. Er legt aber keinen Wert drauf, ein T-Shirt zu schwimmen. Kann ich mir vorstellen, da hat er keinen Bock drauf. Das hängt an der Wand. Wir haben mal, wenn wir mal hier auf meinen Rechner schalten, auch mal ein Bild von dir zum Beispiel gefunden, wie du mit Nemo unterwegs bist, hier im Wasser. Ja. Das heißt, ihr geht auch wirklich zusammen schwimmen. Ihr seid also zusammen Ja. sportlich. Wie Ja. genau läuft das ab? Ja. Also normalerweise gehen wir aufs Wasser im Kanu. Er Ja. sitzt dann im Kajak vorne drauf. Ich kann dann über den Elbsee oder über einen Fluss paddeln. Er sitzt vorne und springt ab und zu ins Wasser, schwimmt nebenher. Ich kann also langsam paddeln und er kann auch wunderbar das Tempo auch halten. Das macht er sehr gerne. Da haben wir hier noch ein weiteres Foto, wo man das zum Beispiel Ja. drauf sehen kann. Ja. Da liegt Nemo mit dir im Kajak Ja, unterwegs. da kommen wir gerade ans Ufer. Musstest du ihm das beibringen oder hat er das so ganz natürlich einfach Das ist eine gemacht? gute Frage. Die Ottermutter bringt den Jungen bei, wie man schwimmt. Die Ja. Jungen haben auch erstmal Respekt vor dem Wasser und gehen auch nicht freiwillig ins Wasser. Die werden entweder von der Mutter ins Wasser getragen oder ins Wasser gelockt. Was für ein Verhältnis habt ihr jetzt miteinander? Hört sich jetzt ganz komisch an, aber bist du jetzt sein Partner Ich oder wie bin muss nicht man sein das sehen? leiblicher Vater, nein, ich bin sein Kumpel. Vielen Dank. Klär mich doch dann noch bitte einmal auf. Ja, ich würde sagen, wir sind Kumpel. Ja. Ich habe ihn aufgezogen. Er mag die Familie, er begrüßt die Familie auch, er kennt die Familienmitglieder, springt an ihnen hoch, kennt auch so vertraute Personen. Er ist also durchaus gesellig. Warum genau wohnt er jetzt eigentlich bei dir? Weil es ist ja eigentlich nicht gang und gäbe, einen Otter als Haustier zu haben. Und das gibt es, glaube ich, auch so eigentlich nicht nochmal, Nein, oder? nein, nein. Keiner hat jemals in Europa so lange schon einen Otter als zahmes Tier gehalten. Das geht deshalb gut, weil meine Frau Biologielehrerin ist, weil meine Söhne, als sie noch zu Hause wohnten, durchaus mitgemacht haben, haben sich auch um ihn gekümmert. Und Nemo ist in meine Hand gekommen, weil seine Mutter mit 7 Jungen überlastet war. 2 sind schon in der ersten Nacht gestorben. Ich habe Nemo dann aus dem Wurf genommen und bevor er die Augen aufgemacht hat, an mich genommen, mit der Flasche aufgezogen und er hat dann, das macht ihm Spaß, und er hat dann Der sehr putzt gleich schnell mit mir. gelernt, dass das seine Familie ist. Also meine Familie ist seine Familie. Wie weit schwimmen die so, wenn die in der freien Natur leben? Oh, wir haben schon mal eine 15 Kilometer Tour auf der Ruhr gemacht zum Mit Beispiel. dem Kanu dann Mit dem auch. Kanu, die meiste Zeit ist er geschwommen. Dann ist er natürlich platt. Und er läuft auch sehr weit. 12 Kilometer ist keine Kunst für ihn. Ach echt? Ja, So er einmal am läuft dann Tag, mit. so mal 12 Ja, Kilometer. ja. Ich habe ja gerade eben hier schon eine Runde mit dem durchs Studio gemacht. Er ist unfassbar aktiv Ja. und unfassbar neugierig. Das Ja. liegt aber in seinen Genen. Das ist jetzt Das nicht nur, ist. weil er dich jetzt kennt und hier unter uns Menschen Nein, ist. er gehört ja zur Familie der Marder. Und ich sage immer, Marder sind so etwas wie aktive, neugierige Stöberjäger. Und er ist ein perfekter Stöberjäger. Und Wir können ihn mal stöbern lassen in so einer genau, Flasche. genau, das wollten wir nämlich noch Ja. machen, weil das hier ist quasi Nemos Oh, jetzt hat Spielzeug. er schon gehört. Oh, hast du schon gehört? Bist schon Ja, aufmerksam. ja. Und einfach so eine Faust voll von Faust den voll von den Kürbiskernen rein. Kürbiskernen. Ja. Und er mag nämlich Kürbiskerne. Das haben wir rausgekriegt, weil er auf dem Frühstückstisch. Merkt das schon? Ja, Ja, ja. warte, 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 warte. Am Frühstückstisch hat er gemerkt. So. Machen wir es ihm schwer, deshalb sind so ein paar Gegenstände da Ja, drin. und jetzt Und jetzt einfach stelle ins ich die. Wasser. Och, wir machen es ohne Wasser. Ja. Wir stellen die mal dahin. Und jetzt gucken wir mal, wie er damit fertig wird. Er fasst nämlich mit den Pfoten in die Flasche rein und zerrt einen Kern nach dem anderen raus. Aber der probiert die anderen Sachen jetzt nicht aus, Nein, oder? Also nein, der weiß nein. Bescheid, Der der weiß merkt das Bescheid. Die direkt. anderen Sachen sind eigentlich nur drin, damit die Kürbiskerne nicht so schnell rausfallen. Wir machen sie ein bisschen schwerer. Das macht man auch bei Zootieren, wenn die sich ein bisschen beschäftigen sollen beim Füttern. Für ihn ist das auch so eine Ach Gott, Beschäftigungsfütterung. ist das süß. Und man sieht auch sehr schön, dass sie sehr taktil mit den Pfoten zwischen Steinen im Schlamm Ja. dann nach Nahrung suchen können. Und wenn er dann merkt, es kommt nichts mehr, dann hält er die Flasche auch mal hoch, legt sich auf den Rücken, vielleicht macht das uns ja noch vor.
und guckt, dass dann der letzte Kern auch tatsächlich noch rausfällt. Man verwechselt so Otter ja auch oft mit Bibern. Ne? Oh, aber ja. Biber, also dann, so vom Äußeren her. Erschrecke ich immer. Aber ja. Der Biber hat, glaube ich, irgendwie auch einen dickeren Schwanz. Ich sage immer, das ist wie wenn du eine Katze mit einem Eichhörnchen verwechselst. Ja, das eine ist ein Nagetier und das andere ist ein Raubtier. Ach so, ist das? Ein Biber ist ein Nagetier. Okay, und der Otter? Ist ein Raubtier. Der Otter ist ein richtiges Raubtier? Wie ein richtiges Raubtier. Du hast ja eben mit ihm gespielt. Du hast doch gemerkt, wie stark seine Zähne sind. Ja, das stimmt. Es ist schon weggegangen. Ja, gut, ich war ein bisschen. Ich habe gerade mit ihm so ein bisschen gezockt hier. Und da hat er mich einmal kurz gebissen. Ich dachte, es wird dick, aber... Das war doch noch sehr zärtlich, hast du gesagt. Ne? Ja, ich überlebe das definitiv. Ja. Auf dem Channel von kanutube.de gibt es auch ein kleines Video von euch, Fischotter Nemo unter Kanuten. Ja. Ich würde sagen, wir schauen da einfach mal ein bisschen rein und zeigen einfach mal, wie er dann dort mit dir unterwegs ist, wenn es denn funktioniert, was es gerade eben leider nicht tut. Ja, er ist sehr gerne auf dem Wasser. Wie oft ist der unterwegs mit den Kanuten? Eigentlich mindestens einmal in der Woche auf dem Kanu, ja. Mhm. Am Wasser täglich, ja. Also das ist für ihn Routine. So, ich versuche jetzt gerade hier nochmal so. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, dabei macht ihr euch jetzt quasi beide fertig? Da hole ich mir das Kanu aus dem Kanuschuppen und wir gehen dann zusammen auf dem Elbsee. Nemo wird da an der Leine festgehalten. Warum nicht? Er versteht sich aber, wie man sieht, dann auch mit anderen Tieren genau, ganz mit anderen, gut. Das war hier mein Schäferhündin, die damals noch lebte. In der Zwischenzeit ist das ein anderer Hund, der bei uns lebt. Das ist am Elbsee, das Heim des Kanuclubs Hilden. Ja. Ja, und jetzt sind wir da ist Nemo am schon Start. Oben auf dem Kanu mit drauf. Ja, richtig. Und man sieht jetzt, wie ich lospaddle. Und Nemo sitzt drauf, springt noch nicht ins Wasser. Ist er dann an der Leine jetzt auch oder lässt du ihn frei? Ich kann ihn auch freilassen, aber meistens mache ich ihn sicherheitshalber an die Leine, denn er bevorzugt das Ufer und ich würde gerne mal über den See quer paddeln. Für ihn ist das Ufer interessanter, dort findet er Futter. Ne? Ah, okay, wir werden noch viel mehr über Nemo gleich lernen. Ihr bleibt noch für einen Take bei uns. Jetzt gibt es nochmal den Lifestyle für euch und danach natürlich nochmal Nemo und den Wolfgang.